Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom TWP Trevolos Big Pack. So, ich bin jetzt hier gerade erstmal beim Gebiet vom Crazy. Ich habe mich mal erlaubt, hier hin zu porten. Und da muss ich eigentlich mal fragen, ob der so überhaupt nochmal mitspielen möchte oder nicht. So, und ich weiß, hier hinten ist eine Wüste. Da bewegen wir uns jetzt auch hin. Aber ich würde eigentlich ganz gerne mal wieder mit dem aufnehmen. Habe ich richtig Lust drauf. So. Wieso bauen wir die Assassination Plant in der Wüste auf? Weil es da heiß ist. Weil es da mucho alto grande. Das Ding ist natürlich eine bescheuerte Begründung, aber es ist wirklich so. Die Assassination Plant ist am produktivsten bei starker Hitze. So. Je höher die Hitze, desto höher auch die Produktivität von der Assassination Plant. Oder Solar Evaporation. Ich heiße Set. Nicht Salination Plant, sondern Solar Evaporation. Ich bin einfach nur den Namen gewöhnt vom TWP. Vom TWP sag ich jetzt schon. Von hier. Gefixe und so. Ja, ich bin wieder sehr gründlich mit meiner Namensgebung. Vom Project RWT EV2. So. Zuerst einmal, das kommt hier. Dann. Zwei Wassereimer. Na, Moment. So. Und so. Dann die Super Loop. Nee, warte mal. Ich schreibe das auf. Der hat sich jetzt aufgefüllt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4 und hier ausfüllen, dann einen holen, bringen, hier habe ich das bewusst freigelassen, weil hier ein Welfen kommt, und dann den reißen wir ganz schnell ab und platziere den dann hier. So, ich will jetzt hoffen, dass ich an alles gedacht habe. Ich würde befürchten, dass da noch was fehlt. Gut. Dann, nächster Ring. Und jetzt hier noch so aufgebaut. Hier kommt jetzt keiner hin. Der kommt da hin. Und hier den reiße ich dann doch mal raus, weil hier das andere Welfen kommt. So, und jetzt kommt das, wovor ich so ein bisschen Angst momentan habe. Bei den Teilen gab es damals Probleme, die hinzustellen. Ah, bisher sieht das gut aus. Ich werde nicht mehr, das hat beim ersten Versuch geklappt. So, schauen wir mal hier in den Solar Evaporation Controller. Ey, der befüllt sich mit Wasser. Ich werde nicht mehr. Okay, der kommt aber nicht hinterher. Komm, dann machen wir es so. Machen wir hier noch eine zweite Wasserversorgung. Eins. Zwei. Hallo. Das jetzt? Was war das jetzt für ein Cheat? Water Bucket. Irgendwas passiert hier jetzt aber noch nicht. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, okay.
mal ein Wasser vollsaugen oder was? Irgendwas stimmt jetzt gerade überhaupt nicht. So. Jetzt sollte das eigentlich noch was schneller gehen. Oder ist das gerade, weil der keine Energie kriegt? Oh nein, was passiert da nur? Ich sehe gerade. Nein, wieso tippe ich hier was ein? Oh mein Gott. Ah, okay. Okay. Dann hier den Chunkloader. Der sollte komplett. Eine müsste das eigentlich. Jo, der ist perfekt in einem Chunk. Oh cool, das erste Bein ist sogar schon fertig. Die Kombination ist sogar auch frei. So, und das Bein kommt hier schon rausgeschossen. So, der füllt sich aber auch immer noch auf, ne? Wir sind bei 11,5, 11,6, 11,7. Ja, der füllt sich noch gut auf. Sehr schön. Darfst du ruhig hier reinkippen, ne? Okay. Das sieht bisher ganz gut aus. Dann mach, bevor ich mich jetzt hier zurückporte, mache ich mir hier erst einmal einen Waypoint. Solar Evaporation Plant. So, safe. Und dann porte ich mich jetzt mal schnell nach Hause. Ich würde hoffen, dass das jetzt alles geklappt hat. Komm, gehen wir bei unserem Special Special Spooky Spooky Way. Special, special, spooky, spooky. No comment. Extract. Insert. So. Brian kommt hier schon an. Ist ja schon gut. Also wir kriegen hier auch Chlorin schon rein. Jetzt schaue ich nochmal schnell nach. Nein. Jetzt hole ich nochmal schnell nach, dass ich mich ins Bett verpiesel. So. Okay. J und Teleport.
Ah, jetzt machen wir Wasserverlust oder? Nee, der füllt doch noch nach. Also diese super Lamina-Flöte-Gedänse hier sind ganz nice. So, Brian wird auch schön mit dem Unterarbeiter fertiggestellt. Also maximal haben wir eine Temperatur von 700. Ich glaube, das soll Kelvin heißen. Also so gut in der Physik bin ich echt nicht, sorry. Aber wir haben einen Multiplier von 2,0. Das finde ich schon mal richtig geil. Liquid Lithium. Lithium. Lithium Dust. Basic in. Okay. Ich glaube, das ist nichts für Menschenaugen gedacht. Ah, das Wasser geht jetzt. Oder? Oder? Ah, wir kriegen trotzdem noch dazu. Finde ich schön. 3, 2, 1. Maximum Temperatur und wir machen immer noch Gewinn. Super. Wasser ist super ausbalanciert. Ja, momentan haben wir jetzt immer 2 Millibuckets drin. Okay. Irgendwie muss ich mal schauen, dass ich den Wegpunkt dann hier verlagere. Das Buch wird auch sofort weiterverarbeitet dann hier drin. Ja, okay. Wir haben 840 Chlorin, Sodium. Ah, das macht es mir mal auf Dumping Excess, solange ich nicht weiß, wofür das Buch gebraucht wird. Ja gut, sehr schön. Dann hätten wir das schon mal. Und dann können wir eigentlich jetzt schauen. Add Maker. Wir machen das anders. Wir haben jetzt hier so ein Eisenerz. Chemical Injection Chamber. Hydrogenchlorid brauchen wir. Da brauchen wir jetzt Hydrogen und Chlorin. Das heißt, wir brauchen nochmal so eine Electrolytic Separator. Hydrogen. Ja. Das war, ich glaube, von hier waren wir schneller. Chemical Infuser. Waren die nicht sogar schon, oder? Ne, hier war der Rotary Condensator und der Chemical Oxidizer, okay. Dann Nevaminde. Und warte mal. Ich glaube hier drüben ist. Ja, geil. Du wirst aussortiert. Okay. Gut. Dann kommt jetzt idiotische Planung vom Feinsten. Und zwar will ich jetzt einmal hier rüber. Okay. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen stiller. Ich bin da ganz schön überlegen. Ja, ich weiß, ich überlege. Ich habe das Fenster offen. Ist schon okay. So. Dup, 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 dup. Okay. Super. Hätte ich echt nicht erwartet, dass das so gut klappt. Okay, dann
Der Chemical Infuser. Nein. Doch, wir machen jetzt den Chemical Infuser. Da brauchen wir einen Dynamic Tank. Haben wir noch einen über? Ich glaube nicht. Zwei Gas Tanks. Pianische. Das geht ja relativ easy. Vier. Dynamic Tank. Zwei Gas Tanks. Ich wollte eigentlich das hier. Danke. Okay. 16 Iron. Und verkackt. Ich hab's mir schon fast gedacht, es ist genau andersrum, oder? Manchmal liebe ich dieses Spiel. Gut. Davon. Das kann wieder eingeschmolzen werden. Cocker. So. Und die haben wir auch. Damit haben wir eigentlich schon alles. Blub, blub, blub. Du musst dahin. Das da. 1, 2, 3, 4. Ist ja schon gut. So, Chemical Infuser haben wir. So, ich glaube, dann machen wir es so, dass hier unten drunter das kommt über die Basic Pressurized Tube. Okay. Gut, da braucht man neue von. Basic Cable Pressurized Tube. Das ist einfach Glas, okay. Mach ich mir mal so, das sollte dann reichen. Zack. Dup. Das hat sich schon mal connected. Das läuft alles so strapazenlos. Da ist doch wieder irgendwas faul. Hydrogen. Ach, hier ist noch. Komm, das soll ich einmal schnell dampfen, dass wir das Oxygen kriegen. Warte mal, Dumping Access ist recht, ja dann. Gut, Hydrogen kommt hier rüber. Und dann das Chlorin. Und wir bekommen Hydrogen-Chlorin. Ey, ich werd nicht mehr. Was ist heute los? Gut. Ich würde sagen, dann machen wir den Rest einfach in der nächsten Folge, wo das halt schon so reibungslos war. Ich komme gleich immer noch nicht auf Plan, ne? Gut. Dann kann das eigentlich schon hier hin. Das ist dann eigentlich nur noch ein Block. Den lasse ich dann einfach hier. Würde sich das jetzt verbinden? Ja. Warte mal, das ist so schnell, oder? Ja. Dann mache ich das hier drüber in der Leitung. Die Leitung lege ich jetzt damit schnell. Und dann würde ich diese Folge auch schon beenden. Dann habt ihr ja kleinen Gierigen wieder eine Folge. Wie gefällt euch jetzt eigentlich soweit das Guild Wars 2 Let's Play? Das würde mich mal interessieren. Einfach jetzt, einfach so mal, ja. Haut einfach mal raus. Gefällt's euch nicht?
Also ich werde das so oder so weitermachen, weil ich richtig Bock auf dieses Spiel habe. Ich bin momentan richtig heiß drauf. So, da haben wir das jetzt mal hier. Dann kommt von oben das Gas rein. Ja, super. Da können wir eigentlich hier noch die anderen Maschinen generell so hinsetzen. Und damit haben wir die Vierfach-Erzverarbeitung fertig, soweit es geht. Ich bin richtig stolz gerade auf mich. Gut, würde ich sagen, was ist für diese Folge? Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.